Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad Builder. Heute in der 4-4-1-1 Formation ein Team für euch. Und ja, im Tor steht Salvatore Sirigu. Ja, er ist ein solider Keeper, finde ich eigentlich immer ganz nice. Und ja, mehr gibt's auch nicht zu ihm zu sagen. Rechtsverteidiger ist Diekmeier. Ja, Diekmeier ist Silber, habe ich mir jetzt einfach mal geholt. Und ich fand ihn im ersten Spiel richtig nice, in dem Team. Ja, er zerstört eigentlich, räumt hinten alles ab, ist 1,88 groß und natürlich schnell genug. Also finde ich richtig geil, Diekmeier. Innenverteidigung natürlich eigentlich wie fast in jedem Team, David Luiz und Thiago Silva. Braucht man nicht viel zu sagen, weil sie zerstören einfach beide immer eigentlich in jedem Team. Linksverteidiger erneut Aogo. Ihn brauchen wir wieder für unseren linken Mittelfeldspieler, aber er spielt eigentlich echt solide. Rechter Mittelfeldspieler ist dann Sydney Sam. Einen Moment. Sydney Sam. Ja. Er ist eigentlich schnell genug, hat 4 Sterne Skills und kann auch noch recht gut schießen. Deswegen sollte das eigentlich mit ihm da klar gehen. Bei mir hat er jetzt noch kein Tor geschossen, aber sonst ist er echt ganz nice. Im ZM ist Ramirez Nummer 1. Ja. Durch seine Geschwindigkeit räumt er halt hinten einfach alles ab, rennt jedem hinterher und dann macht er auch manchmal die Tore. Im anderen ZM ist dann erneut Fernandinho. Und ja, ich meine, er ist eigentlich ein Allround-Spieler, welcher alles kann und deswegen gefällt er mir eigentlich echt gut. Im linken Mittelfeld ist Marco Reus. Ja, wie gesagt, er zerstört einfach immer. Jetzt hat hier mal im linken Mittelfeld. Und ich meine, er kann ja alles, ne? Dann als MS haben wir Sergio Aguero und ja, finde ich eigentlich richtig geiler Spieler, weil er irgendwie, er ist schnell, kann richtig gut schießen und dazu, ja, das ein oder andere Kopfballduell gewinnt er dann schon noch. 4 Sterne Skills sind natürlich bosshaft und ja, im Sturm steht da an Pierre-Emerick Aubameyang, second in Form, natürlich noch mit Handelkarte drauf, weil er ja nicht genug Pace hat, habe ich so gekauft und ja, ist eigentlich echt ganz nice. Durch das Pace zerstört er natürlich die ganze Defensive des Gegners. Und ja, das wär's mit diesem Team. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Über ein Abo würden wir